Hier seht ihr die Queen Elizabeth im Hafen von Kiel. Super schöner Luxusliner. Traumhaft schön, gutes Essen. Und wir werden jetzt an Bord gehen. Wir waren schon an Bord. Jetzt sind wir schnell mal runter, dass wir für euch dann noch ein paar Videos und Filme machen können. Und werden euch dann mehr erzählen. Wir sind jetzt hier im Hafen von Kiel. Wir sind mit dem Zug angereist und fahren jetzt nach Southampton. Über Zeebrück, Belgien und dann wieder zurück nach London und von da aus fliegen wir dann am Sonntag zurück. 3 Tage einfach ein bisschen Fun haben. Bis dann, tschüss! Hier sehen Sie die Queen Elizabeth von außen. Das funktioniert. Super schön, wir waren gerade zum Mittagessen da. Traumhaft leckeres Essen. Und es wird uns jetzt 4 Tage bestimmt super gut gehen. Matthias, wie war das Mittagessen? Das Mittagessen jetzt war sehr, sehr lecker. Und ja, wir werden euch nachher dann zeigen, wie die Teestunde ist, wie das Auslaufen ist, wie heute Abend das Essen ist, was heute Abend alles auf dem Schiff geboten wird. Und ja, da werden wir euch dann nachher von Bord an wieder mehr berichten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach unten auf Reisebüro Feller gefällt mir drücken. Und dann seht ihr auch die anderen Videos. Bis dahin, ade. Sehen Sie die Brücke. Das ist der Kämpfer. Ich mit. Ja! Die Randi kommt ja jetzt mit dem Auto. And you are ready? Please stop all of your papers with another team so we can back fairly and square. Yes, in my theater. Da oben kann man sich dann eine Loge, kann man sich mieten dann. Na dann Champagner empfangen mit dabei. Hier sind wir auf Deck 3, wo die ganzen Suiten, wo man dann einkaufen kann. Hier sind alle Shops, hier kann man schön shoppen gehen. Handtaschen, T-Shirt, Polos, alles was das Herz begehrt. Hier ist der Queen's Club, wo abends dann live Musik ist. Please listen to the sounding of the ship's alarm bells, which will indicate the commencement of the drill. Once again, attendance is mandatory for all newly embarked guests today. This also includes für alle neu zugestiegenen Gäste heute in Kiel eine Pflichtveranstaltung ist. Bitte warten Sie, bis das allgemeine Notfallsignal hört und die darauf folgenden Durchsagen. Ich wiederhole, diese Lebensrettungsübung ist gemäß der internationalen Gesetze für alle neu zugestiegenen Gäste verpflichtend und findet zu unserer aller Sicherheit statt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, ein kleines Häkchen, Matthias. Ja, Stößchen. Stößchen für Gienchen. Auf eine rauschende Ballnacht. Na ja. So, wir verlassen Kiel. Natürlich 20 Minuten früher. Bei Kunert ist alles ein bisschen anders. Ha? 17 Uhr sollten wir eigentlich abfliegen. Die Leute stehen alle auf dem Balkon und schauen. Darf ich auch mal trinken? Stößchen Hubert. Stößchen. Thank you.
die Möwen begleiten uns. Tschüss, meine geliebte Deutschland. Mach's gut. Nächste Woche ist sie blau. Jetzt ist sie noch rot, nächste Woche ist sie blau. So, wir fahren jetzt Kiel raus. Säfte hat man hier auf der anderen Seite, die sind inklusive. Da kann man sich nehmen, was man möchte. Also Tee, Tee und die Säfte sind den ganzen Tag im Wasser, stilles Wasser. Na, ist alles mit drin und dabei. Guten Morgen, wir frühstücken heute auf dem Schiff und wünschen euch alles Gute. Ich bin der Hubert, das ist Matthias, die Fellas. Und weitere Videos findet ihr einfach unten auf Gefällt mir drücken und dann findet ihr jede Menge Videos von uns. Über die Queen Elizabeth. Wir sind jetzt auf der Queen Elizabeth und liegen in Seebrücken im Hafen. Und ich mache heute einen Ausflug nach Brücke. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Gute Schokolade und hier unser Frühstück auf dem Balkon. Super lecker. Kann man einfach bestellen. Abends bis 13 Uhr muss man bis 1 Uhr muss man es abgeben. Und dann kriegt man das Frühstück auf die Kabine gepackt. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. Tschüss. Hier kann man eine schöne Hafenrundfahrt machen. Hier sehen Sie den Hafen von Kiel. Hier vorne, hinter dem großen Gebäude, ist so 700 Meter von hier direkt der Hauptbahnhof, wo man dann auch schön fahren kann. Hier sehen wir dann direkt die Queen Elizabeth. Stehen wir jetzt direkt davor. Ein super schönes Schiff, traumhaft, Essen lecker. Und
Hier wird das Mittagessen schon vorbereitet. Hier eine schöne Stunde. Suppen, das ganze Essen, dann der Kunde weiß, was es zu essen gibt, ist hier alles vorgeschaffen. Und hier wird es dann alles ausgegeben. Hier gibt es den Nachtisch und die jungen Damen hier müssen jetzt hier auch schon den Nachtisch. Hier sitzt der Chef. Und hier geht es durch. Good morning! Ganz nettes Personal hier. Und das ist der Britannia Club. Da gibt es dann verschiedene Formen, was man da alles machen kann. Traumhaft schön. Es gibt Zweiertische, Vierertische und große Tische, was man hier bestellen kann. Ja, das war natürlich ein sehr glamouröses Ereignis. 2010, sie ist das jüngste Schiff. Queen 92 ist jetzt schon 11 Jahre alt, also ist sie 2004 getauft worden. Und Queen Victoria ist von 2007. Um nur kurz auf Queen Mary zurückzukommen, die Queen Elizabeth und Queen Victoria waren Queen Elizabeth war letztes Jahr in der Werft, Queen Victoria war im Januar in der Werft, Robert Floss natürlich immer. Und Queen Mary geht nächstes Jahr. Sei es aus der Gallery oder Housekeeping oder so, die sind wirklich seit Jahrzehnten bei Kühler. 10, 20, 30 Jahre ist normal. Er will alle natürlich frisch aufs erste Bild. Viele sind inzwischen, viele sind auch von Princess oder King oder hier zum Beispiel der Hotelmanager David Stevenson, der ist vor 10 Jahren oder so von Princess gekommen. Jonathan Lever ist Chief Burger, der ist gerade ausgestiegen, der ist seit 30 Jahren bei Kevin Klein. Der war wirklich hier so ein... Der wohnt ja hier schon. Der ist hier als Page, hat angefangen auf der QE-Tour und jetzt ist er Chief Burger. Wir hatten eine weibliche Hotelmanagerin, Jackie Hodgson. Die war 40 Jahre bei Kühner, die ist gerade in Rente gegangen, aber um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern, aber die hat angefangen auf der QE-Tour, da hat die nachts die Teppiche gesaugt. Und sie ist gegangen als Hotelmanager. Und das ist halt echt so cool. Das sind wirklich diese wahren Geschichten wirklich. Ja? Und viele, den kenne ich, mit dem habe ich vor 15 Jahren am Schiff gearbeitet. Amanda ist auch ein Urgestein. Die war vorher noch, die war früher das Face of Celebrity, glaube ich, auch schon 20, 30 Jahre. Ja? So, die gestern da auf dem Deck kamen. Ne? Ja, genau. Aber das ist halt Urzeit dabei. Hier, Rosmarie Christina ist Österreicherin, die ist auch sehr. We can ask you all to hold your paper planes high in the air. And Laura's going to come and choose her favourite four people, her favourite four designs. Now, Laura, being from Fleetwood, near Blackpool, is famous for its aeroplane manufacturing. So she knows what she's talking about. And she's quite strict. Now, many of you did choose to look at our cheat sheets, for example. So if you are called out, come and stand next to me. Come and stand over here. And you need to stand there and face everyone up there in the clouds. They are your fans this morning. Oh, look. Is he having, do you want to come and stand here? I've got his name here. Hier sind wir am ersten Stock von der Queen. Im ersten Stock ist hier die Rezeption. Falls Fragen wegen Kreditkarte oder zweiten Schlüssel oder was man braucht, kann man hier schön zur Rezeption und kann dann nachfragen. Blumenschmuck ist traumhaft schön hier. Der ist genial. Hier findet man dann auch den neuen Katalog von Queen Elizabeth. Das zweite Game ist dann Orange. I can't remember what orange is in German.
This zweite Bild, the second one is now orange. Okay? Everybody ready? Everybody understand? Same thing, a line in any direction. Good luck. Zum Beispiel zum Essen, ja. Tagsüber werden hier Vorträge gehalten, gerade auf den Reisen, die in Hamburg beginnen, in Hamburg enden, oder halt, wo wir wissen von vornherein, da werden viele deutschsprachige Bestimmungen. Und in der Gartenlounge, hier kann man sich schön hinsetzen, so überdacht, und was trinken, spielen ein bisschen Musik, werden dann noch verschiedene Shows gemacht. Und hier geht es dann zum Pool raus. Vor dem Fenster, der macht das Blick auf dem Meer, wir haben 10 Handräume ungefähr für Massagen und natürlich Beauty-Anwendung. Saune hier, aber Obacht, amerikanische Schiffe, das sind nicht Textilien. Ja, ist hier ein bisschen cooler, also auf amerikanischen Schiffen ist es meistens so. Wir gehen jetzt mal nach unten. Spannend mit der Familie. Opa, Enkel, Papa, Mama. Sieht schön aus. Und hier geht's dann direkt. Die Veranda. Das ist super schön eingedeckt. Traumhaft schön, das wird ein Spezialitätenrestaurant sein. Mehr ist es noch nicht ganz. Aber am Ende, bis zum Ende wissen wir es dann. Ganz, ganz toll. Und hier kann man reservieren. Spezialitätenrestaurant bei den Jungen. Hier kann man Schach spielen. Ein riesengroßes Schachfeld. Ein kleiner Ruhepool. Das sind auf hoher See. Und hier gehen wir dann runter. Und
Hier können Sie spielen. Alles von Monopoly über alles. Hier sind Betreuer. Hier sind wir dem Prinzessin. Es ist das gleiche Essen wie in Britannia, bloß dass man hier zu allem isst. Man kann von 18 Uhr bis 20.30 Uhr einfach essen gehen. Super schön. Sehr gut, ich habe einen super tollen Stehplatz ergattert. Also das heißt für euch, liebe Leute, wenn ihr es machen wollt. 15 Uhr in der Warteschlange. Genau. Hier sind wir im Lido Restaurant. Heute ist orientalisches Buffet. Das ist hier auf Deck 9 auf Queen Elizabeth. Und wie gesagt, hier ist Buffet. Hier kann man leger angezogen auch zum Abendessen gehen. Viele verschiedene Salate. No chicken, man. This is pork and beef. You have chicken there on the line. Chicken is there. Chicken here, and the chef is cooking the chicken out. Yeah, one of us. Okay, so. Frisches Obst ist auch hier. Jede Menge Auswahl. Dann geht es dann rüber zum Dessert. Das Dessert ist dann hier. Und da sind verschiedene Leckereien, also wirklich Cremes, Kuchen, verschiedene Pies, Crumbles. Alles. Station. Dann geht es hier drüben auf der Seite weiter mit den warmen Sachen. Hier ist dann ein richtiges Schokokuchen ist hier. Und hier sind dann die ganzen anderen. Ist im ersten Stock genau in der Mitte. Da haben wir unsere Ausflüge buchen. Und hier ist der junge Mann, der Deutsch spricht, wenn Sie den brauchen.
eine Bibliothek. Hier kann man sich Bücher ausleihen zum Lesen. Zum Beispiel bei einer Transatlantikreise. Die ist auf 2 Etagen. Kann man dann super schön mal schauen. Okay, so this one can explain it to you. It's a murder, but it's a police woman. Okay. Schöne Champagner abgeben. Wahnsinn, hatte ich auch noch nicht, das erste Mal. Generalmanager, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich denke auch, auf der Queen Mary oder irgendwo habe ich den schon mal gehabt. Hier ist der Queen's Room. Da sind dann abends die Tanzveranstaltungen her. Und sich auch schön hinsetzen kann. Da spielen dann die Bands. Ganz, ganz toll gemacht. Auf der Queen Mary ist er ungefähr, würde man sagen, 5-mal größer wie hier. Der Queen's Room. Okie-dokie, everybody. Has anybody not played the Wipeout trivia before? Anybody not played the Wipeout before? Raise your hand.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travelstar Reisebüro Feller in Hammelburg im E-Center und unter feller.de. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travelstar Reisebüro Feller in Hammelburg im E-Center und unter feller.de.